Hallo, liebe Zitterschüler, eine neue Zitterlektion. Griffbrettbegleitung in C-Dur. Wir haben C-E-G, zweiter Finger auf dem C, vierter Finger auf dem E und noch einmal der erste Finger, diesmal auf das G. Das ist C-Dur Begleitung auf dem Griffbrett. C, E und das G. Immer darauf achten, dass möglichst der Finger knapp rechts an den Bund angelegt ist und dass das vorderste Fingergelenk senkrecht auf das Griffbrett kommt. Ebenso der zweite Finger. Der Daumen darf etwas schräg stehen. Als nächstes kommt G7. Ich rutsche mit dem vierten Finger von E auf F und statt dem C Zeigefinger nehme ich Mittelfinger das H, H, F, G. Jetzt kommt auch noch die vierte Stufe, nehmen wir auch gleich dazu. Das ist in dem Fall F-Dur. F, A und C.